Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 22 zum Qualifying des großen Preis von Ungarn. Nachdem wir in Frankreich ja eigentlich sogar ein gutes Rennen hatten, Punkte hätten heimnehmen können, aber am Ende dann doch leider, ja, der ein oder andere technische Fehler passiert ist, gehen wir heute nach Ungarn mit ähnlichen Ambitionen. Naja, eigentlich eher nicht, weil uns alle Teams, mit Ausnahme von AlphaTauri, weggezogen sind in der Entwicklung, die so sonst in unserer Nähe wären. Das heißt, Aston Martin und Williams sind noch ein Stück weiter weg als vorher ohnehin schon. Unser nächstes Upgrade-Paket wird ein größeres sein, das wird dann auch hoffentlich vernünftig ankommen, aber es ist halt super schwierig, aktuell nach vorne zu kommen. Ich entwickle, wo es nur geht, und es passiert halt trotzdem nichts. Es ist sehr frustrierend tatsächlich. Was der Grund auch ist, weshalb wir eben nur, um es nochmal kurz aufzugreifen, für Frankreich die Ressourcenrate der KI ein bisschen reduziert haben. In der Hoffnung, dass uns das eventuell so einen Push nach vorne bringt. Wenn dem nicht so sein sollte, muss ich die Ressourcenrate für mich halt noch ein bisschen erhöhen. Davon sehe ich jetzt mal ab. Aber wir könnten ja hier theoretisch noch auf erhöht gehen. Das, wie gesagt, lassen wir jetzt aber trotzdem an der Stelle einfach mal sein. Was wir allerdings trotzdem jetzt noch machen, und das dürfte sich hier befinden. Nein, tut es nicht. Es dürfte sich woanders befinden. Es befindet sich hier dann, glaube ich. Genau, wir erhöhen mal das Safety Car. Also Safety Car auf erhöht. Weil wir hatten bisher, glaube ich, in der gesamten Karriere ein Safety Car in Spanien. Und es gibt aber super häufig Situationen, wo ich mir denke, da müsste eigentlich schon mal was passieren. Und einfach, um da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen andere Komponente reinzubringen, machen wir mal das Safety Car rein. Und wir tauschen jetzt Motorenkomponenten aus, weil unsere MGUH ja, ist ein bisschen abgenutzt. Und wir haben halt noch zwei, die relativ frisch sind. Oder drei, die relativ frisch sind, sagen wir mal. Deswegen auch den Turbolader wechseln wir mal vielleicht aus. Ja gut, Steuerelektronik können wir lassen. Getriebe gehen wir vielleicht auch mal auf ein frischeres. Da haben wir ja sogar vier Stück, die wir noch verwenden können. Also damit kommen wir durch, definitiv. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ins Qualifying. Im Rennen wird es gegen Ende regnen. Das wird auch nochmal eine lustige Nummer. Müssen wir mal schauen, wie wir damit so klarkommen. Ungarn an sich eine Strecke, die ich in F1 22 sehr wenig bisher gefahren bin. Ich glaube am wenigsten von allen Strecken bisher. Singapur vielleicht noch weniger, das könnte sein. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie das heute aussehen wird. Ich habe immer ein Setup, mit dem ich relativ zufrieden bin. Das kann man wohl ganz klar so sagen. Wir fahren aber mal die erste Runde hier. An sich ist Ungarn jetzt aber auch eine Strecke, auf der ich tatsächlich gar nicht so schlecht bin. Also ich fahre hier ganz gut, aber naja, man muss es halt auch erstmal umsetzen, ne? Das ist ganz klar. Und die KI ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht, muss man ganz klar sagen. Das auf jeden Fall. Wobei unsere letzten Qualifyings eigentlich an sich gar nicht so kacke waren. Also, nachdem wir sowieso aktuell den schwächsten Wagen haben, ist sowieso alles über P21 ein Erfolg. Ich hoffe natürlich, dass wir eventuell ein bisschen mehr erreichen können als P21. Muss man ganz klar sagen. Also, vielleicht wirklich so P18 oder so. Ich glaube, Q2 wird es nicht, aber ich meine, wir haben hier eine gute Aerodynamik, das heißt, die hilft uns hier schon definitiv. Wir haben halt ein scheiß Chassis, was uns gerade auf Ungarn halt echt sehr viel kaputt macht. Im Chassis entwickeln wir ja gerade wie blöde, also da können wir ja nicht mehr so viel mehr machen. Wir stecken ja gerade da alles rein, was wir reinstecken können, aber es hilft halt nicht. Es wird wahrscheinlich erst nächste Saison uns helfen, wenn wir dann auch die Abteilungen ein bisschen krasser upgraden können insgesamt. Wo ich jetzt einmal wirklich darauf hoffe, dass das nächste Saison passieren wird. Oder Ende der Saison halt vor allem. Wenn wir dann unsere Sponsorengelder bekommen, falls wir wirklich noch an 3 Punkte rankommen. Und unser Sponsorenziel erreichen. Das wäre halt sehr, sehr wichtig tatsächlich. Also gucken wir mal, ob wir da noch was erreichen oder nicht. Bin da sehr gespannt, definitiv. Jetzt haben wir erstmal unsere erste Hotlap. Wie gesagt, Ungarn eine extrem technische Strecke. Dementsprechend auch eine Strecke, wie gesagt, wo wir sehr gucken müssen, dass wir einfach gut einlenken, den Apex gut treffen und dann auch sehr schön rausbeschleunigen. Noch mehr als auf vielen, vielen anderen Strecken. Es ist auf Ungarn halt gerade im Mittelsektor auch so, verkackst du eine Kurve, verkackst du alle. Und es ist halt auch eine Strecke, die auf jeden Fall sehr tricky ist. Also ist eine Strecke, wie gesagt, ich bin sehr gut darauf. Ich finde sie jetzt aber nicht so unfassbar geil zu fahren, muss ich sagen. Also da gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viel Schöneres, finde ich persönlich. Ich komme tatsächlich mit der Strecke aber, wie gesagt, sehr gut klar. Also auch in der F1 22 jetzt
wo der Wagen sich jetzt auch tatsächlich aktuell zumindest. Er hat sich ja nicht schlecht entwickelt. Also, sie sind ja auf dem Level, wo. Auf dem Blatt Papier zumindest, auf dem Level, wo Mercedes zu Beginn der Saison war. Und so fühlt sich der Wagen auch mittlerweile ja einfach an, muss ich ganz klar sagen. Also, der Wagen ist ja jetzt nicht schlecht. Die anderen entwickeln halt einfach nur krasser. Und das ist halt. Schade, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schade, definitiv. Erste Zeit 17,4. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ist zwar jetzt auch nicht perfekt, ne? Logischerweise ist unsere erste Zeit jetzt hier. Aber schlecht ist die Zeit jetzt, glaube ich, nicht. Die Runde war okay, sage ich jetzt mal. Kann man wohl so machen. Eine 16,2 von Norris halt. Also der McLaren ist halt ein paar Nummern drüber. Muss man ganz klar sagen. So, Piastri stellt sich hinter uns. Auch mit einer 17,4. Okay, also sehr knapp sogar vor Piastri gerade. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da noch mehr rausholen können. Wie gesagt, ich gehe sowieso davon aus, dass wir. Hoppala. Ich gehe sowieso davon aus, dass wir hier nicht rauskommen werden aus Q1. Magnussen vor Hamilton, auch wild. Und gerade dann, wenn wir halt nicht aus Q1 rauskommen sollten, kann es im Rennen ja nur nach vorne gehen. Sagen wir es mal, wie es ist. Vor allem, wenn ich halt mir dann doch eventuell nochmal einen frischen Motor zulege. Das kann ja auch passieren, definitiv. Dass ich da Bock drauf hätte. Das ist jetzt nicht so ganz im Rahmen des Unmöglichen, dass ich mir sage, okay, Leute, wir gönnen uns mal ein neues Motörchen. Wenn ich mich jetzt wirklich auf P21 stelle. Weil, ne, ob ich jetzt in der gleichen Reihe von Piastri rechts starte oder links, ist. Macht im Endeffekt keinen Unterschied. Sagen wir es, wie es ist. Im Endeffekt ist das vollkommen egal. Definitiv. Aber gut. Wir schauen uns mal, was die anderen fahren. Auch gerade Aston Martin und Williams wird ja sehr interessant. Auch wenn ich glaube, sie werden schneller sein, weil sie einfach ein besseres Auto haben mittlerweile. Und zwar halt nicht nur minimal besser, sondern da liegen schon so ein paar Zwischenstufen-Upgrades auf jeden Fall dabei. Aber ja, wir gucken einfach mal. Piastri auf jeden Fall, ja, nur eine halbe Zehntel knapp, nicht mal. Und dann schon eine halbe Sekunde auf Gasly, also, okay. Das ist krass. Ich gehe mal durch Setup durch. Es ist sehr viel Downforce, ähnliche Downforce wie in Monaco. Weil die Strecken in ihrer Charakteristik aber halt jetzt auch nicht so unterschiedlich sind, muss man sagen. In Monaco haben wir eine sehr enge Strecke mit sehr, sehr vielen technischen Abschnitten, wo du nicht überholen kannst. Und in Ungarn genau das Gleiche. Der Unterschied ist nur, dass wir in Ungarn halt Auslaufzonen haben, die wir nutzen können. Das ist halt so meiner Meinung nach der einzige Unterschied zwischen Ungarn und Monaco. Rein vom Fahren her. Deswegen fahren wir auch hier mit sehr viel Aerodynamik und allgemein einem sehr offenen Differential tatsächlich, um den Wagen einfach gut in die Kurve rein rotieren zu können. Das wirkt sich dann auch tatsächlich auf die Radaufhängung aus, die relativ weich ist insgesamt. Ja, damit wir auch die Curves beispielsweise, die wir doch attackieren müssen einfach, auch ganz gut mitnehmen. Stabi ist dann relativ hart im Verhältnis, aber sehr ausgeglichen. Hat sich ganz gut angefühlt und ja, Reifen und Bremsen relativ normal. Wir sehen jetzt hier Latifi, der 2 Zehntel vor mir ist. Vettel, der einfach mal im ersten Sektor alleine schon mit 2 Zehntel abnimmt. Auch Piastri nimmt mit 3 Zehntel im ersten Sektor ab. What the hell? Im ersten Sektor 3 Zehntel? Der erste Sektor sind 3 Kurven. Okay, dann wird das ein schweres Rennen für mich. Man muss halt sagen, die KI ist einfach gerade beim Rausbeschleunigen sehr OP. Aus engen Kurven. Was im ersten Sektor halt doch einfach, ja, gegeben ist, definitiv. Das muss man wohl so sagen. So, Vettel, auch eine halbe Sekunde vor mir. Die werde ich nicht finden. Also, wir werden hier auf jeden Fall. Letzte Startreihe weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir Latifi, aber mehr als die vorletzte wird es nicht. Bin ich mir sehr sicher. So, Stroll und Albon interessieren mich jetzt noch. Stroll auch gerade mit einem guten ersten Sektor auf jeden Fall. Muss man leider so sagen. Alles andere ist optimal. Mittelsektor von Stroll auch sehr gut. Sogar besser als von Vettel, oder? Ne, ich habe Albon gesehen, sorry. Wo ist Albon?
Moment, welchen Erzsektor habe ich gerade gesehen? Ich halluziniere. Das ist ja unglaublich. Naja, also ich muss im ersten Sektor Zeit finden. Wo? Also wie? Wie soll das passieren? Das verstehe ich nicht. Was sagt ein Albus letzter Sektor? Der wird wahrscheinlich so bei den ersten Warten sich einfinden. Ja, sogar davor, P15. Puh, okay. Ja, eine 16er Zeit werden wir nicht finden. Also da mache ich mir mal gar keine Gedanken. Das wird nicht passieren. Das wird auf gar keinen Fall passieren mit einer 16er Zeit. Aber hey, wer weiß, vielleicht finde ich ja jetzt noch spontan eine halbe Sekunde. Wird zwar trotzdem nicht für Q2 reichen, aber... vielleicht ja immerhin, um nochmal ein bisschen voranzukommen, keine Ahnung. Möglich ist es. Ich würde mich zumindest gerne aus der letzten Startreihe hervorheben, also ich müsste 2 Zehntel finden für Latifi. Aus der letzten Startreihe möchte ich jetzt wirklich gerne raus eigentlich. Schauen wir mal, ob das so in der Form machbar ist. Regen? In 15 Minuten? Ja, das kann mir grundlegend egal sein eigentlich. Mach's mal ein bisschen langsamer, damit die langsam mal so alle rausfahren können. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja genug Abstand nach hinten auf jeden Fall, da können wir ein bisschen langsamer machen. Ich fahre auch ein bisschen zu viel Sprit, aber die 1-2 Kilo machen vielleicht Hundertstel aus, die werden mir am Ende nicht fehlen, also da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass mich das zu sehr beißen wird. Komm, fahr doch mal langsam raus, weil Piastri ist halt auch noch drin, der muss ja auch noch rausfahren. Also glaube ich, dass er, das wäre zumindest empfehlenswert. Aber gerade haben die da noch nicht so viel Bock drauf. Ah doch, jetzt fährt er. Der Hase jetzt noch, bitte. Dankeschön. Ja, und jetzt kann ich Gas geben. Der Hase ist ja auch am Ende der Boxengasse, also... jetzt dürfen sie mir für die Hot-Up nicht im Weg stehen. Auf keinen Fall. Alright, schauen wir mal. Finden wir noch Zeit, ja oder nein? Wie gesagt, theoretisch muss ich 3 Zehntel im ersten Sektor finden. Das ist halt... nicht wenig. Ja, aber zumindest ein bisschen mehr als eine. Das ist schon mal... klar, nicht ganz 3, aber ein bisschen was. Die Runde ist gut bisher. Ich habe halt trotzdem am meisten Zeit bisher im Mittelsektor gefunden. Der ja eigentlich sogar gut war von meiner Seite. Na, okay. Das ist nicht schlecht. 16,8. Doch, also wir sind in die 16er Zeiten reingekommen. Es wird trotzdem nicht reichen, dessen bin ich mir bewusst, aber letzter Startreihe, glaube ich, wird es nicht. Das würde mich doch sehr wundern. Jordan ist auf jeden Fall schon mal vor mir. Uff, okay. Ja, Vettel... ah ne, das ist gar nicht Vettel. Ich habe gerade den Alpha Tauri von Aston Martin verwechselt auf der Map. Vettel wird sich auch vor mir stellen, safe. Ja, Vettel sogar fast Jordan noch. Ja, vielleicht haben wir ja Williams geknackt, wenigstens. Das wäre auch nicht schlecht. Albon auf jeden Fall auch vor mir. Ocon kommt jetzt noch drüber, glaube ich. Wird auch noch sich vor mich stellen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und jetzt ist die Frage Latifi.
Latifi echt auch noch vor mir. Wir sind wieder in der letzten Startreihe. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Ich habe eine halbe Sekunde gefunden. 6 Zehntel sogar. Jetzt interessiert mich aber, was Piastri gefahren ist für eine Zeit. Weil die Runde war, also die Runde, die ich jetzt gefahren bin, die war echt gut, würde ich jetzt mal sagen. Die war alles andere als schlecht. Eine 16,8. Da habe ich mich eigentlich schon so auf P19 oder so gesehen. Na gut, interessant. Interessant, definitiv. Das kann man nicht abstreiten. Schauen wir mal. Wie viel ich da... Es kann auch sein, dass Piastri jetzt halt auch nur irgendwie ein paar Hundertstel hinter mir ist. Wen habe ich jetzt vor mir eigentlich? Tsunoda, oder? Hat der Tiffy sich nicht sogar noch vor Tsunoda gestellt? Ja, das ist ein Schlag in die Magengrube. Sagen wir es, wie es ist. Ja, Verstappen, Perez, beide Red Bull erstmal mit Glückstrafen. Joe. Ja, mein 2 Zehntel vor Piastri, eine halbe Zehntel hinter Stroll. Uff, Tsunoda auch mit einer Gridstrafe. Okay, das heißt, vor ihm stehen wir auch schon mal. Also wir stehen sogar auf P19, aber ich werde mir trotzdem frischen Motor holen. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun, wenn ich sowieso da hinten stehe. Es wird ein wildes Rennen, das kann man wohl so sagen. Also... da jetzt irgendwie nach vorne zu kommen, wird eine Hausnummer für sich. Wird hart. Das wird sehr hart. Definitiv eine schwierige Strecke auch um zu überholen. Deswegen schwierig. Sehr, sehr schwierig. Na gut. So, gucken wir mal. Was können wir denn... Ja, wir können ja nochmal... Der letzte Motor, den wir uns hier ranholen können, erreicht ja auch dann für die Saison. Auf jeden Fall. Also... da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Gut, dann will ich damit sammeln, meine Damen und Herren. Schauen wir mal, ob es im Rennen vielleicht ein bisschen nach vorne gehen würde. Das wäre es mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr auf ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!